Hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe. Meine Arbeit findest du auf libysche.de. Da gibt es bis morgen am Sonntag auch noch einen 23%-Code für meine Kurse. Wenn ihr Newsletter-Abonnenten seid, habt ihr ihn vielleicht schon, oder Kanal-Abonnenten sollen ihn auch haben. Ansonsten könnt ihr in dem Community-Sale auf libysche.de euch den jederzeit anfordern. Dürfte alles leicht zu verstehen sein, wie das läuft auf der Seite. Okay, heute haben wir mal die spannende Frage, ja, soll ich mit meiner Jugendliebe was anfangen wieder, wenn ich das hier so richtig sehe? Lieber Christian, ich bin begeistert von deinen Videos. Schade, dass ich weiblich 42 deine Videos erst so spät entdeckt habe. Das ist ja nicht spät, also viele kommen ja in 50ern, 60ern zu mir. Braucht ja auch ein bisschen, bis man sich selbst entdeckt, sage ich mal, um was man an sich selbst arbeiten möchte. Als junge Frau mit Mitte 20 bin ich ständig an die falschen Männer geraten. Das Wissen um die Liebessucht hätte mir vermutlich Jahre voll schlimmer Dates und Affären erspart. Deswegen, Leute, macht die fucking Kurse. Ist also gerade für Liebessüchtler, Bindungsängstler, Verlustangstkurse, Datingkurse, Eifersucht. Eigentlich zu ganz vielen Themen was gemacht, oder der neue People Pleaser Kurs. Zieht's euch rein, wenn ihr raus wollt aus diesem elenden Kreislauf, ne? Es passiert nicht einfach so von selbst, dass man es nur einmal feststellt und dann macht man es nicht mehr. So einfach ist es leider nicht so, ne? Meine Alarmsysteme für Red Flag, Standards und Dealbreaker waren quasi nicht existent. Aber gut, ich musste es eben auf die harte Tour lernen und habe nach eigenständiger Analyse und Arbeit an mir meine komplette Herangehensweise geändert und so meinen heutigen Mann kennengelernt. Mit nun 42 bin ich seit über 10 Jahren in einer Beziehung verheiratet und habe einen Sohn. Okay, wo kommt jetzt das Problem? Erst kürzlich haben wir unser gemeinsames Haus gebaut und ich kann eine tolle Familie und Freundeskreis mein eigen nennen. Mein Mann ist humorvoll, ein aufrichtiger und sensibler Mensch. Einziger Knackpunkt unserer Beziehung ist seit jeher die körperliche Beziehung. Ja, das ist halt immer so ein bisschen das Schwierige. Das ist so ein bisschen die Meisterdisziplin, sag ich mal, jemanden zu finden, der dann, also gerade wenn man so eine Neigung dazu hat, der jetzt nicht toxisch für einen ist oder mit dem man nicht eine toxische Beziehung aufbaut und den man trotzdem über einen längeren Zeitraum so hot und sexy findet, also diese beiden Bereiche, das wird auch viel in meinem neuen Buch Thema werden. Ja, die freundschaftliche Ebene und die sexuelle Ebene, so beides zu leben, ist echt nicht ohne, ne? Muss man schon ganz klar sagen, ja. Echt schwierig, ne? Muss man halt immer überlegen, was man mehr gewichtet und oder wie man es doch irgendwie so ein bisschen zusammenkriegt. So, mein Mann ist humorvoll. Ach ja, es hat mich schon. Ich empfand in meinen jungen Jahren den Sex mit meinen Dates als regelrechtes Feuerwerk. Ja, das ist halt immer. Ich sage ja immer gern, man kann nicht begehren, was man schon hat. Wie so, ne? Da muss man halt die Beziehung so ein bisschen, ja, es wird auf jeden Fall viel in meinem neuen Buch kommen, antoxen, wie ich das so nenne. Bisschen mehr, also nicht so ganz so viel Sicherheit, weil das, also so ein wildes Sexleben, das lebt eigentlich jenseits der Verliebtheit nur in so einer Unsicherheit, ne? Und dann leidet man wieder unter der Unsicherheit, ne? Das weiß nicht, warum die Natur das so gemacht hat, keine Ahnung. Aber diesen Dopaminrausch gibt's halt nur, wenn du was bekommst, was du vorher nicht hattest. Wenn du es immer hast, ist es ein bisschen anders, ne? Auch wenn sonst wirklich nichts mit diesen Männern gepasst hat. Genau, die Ironie des Schicksals ist, dass es jetzt eher umgekehrt ist, unser Sexleben als ruhig zu verhalten bezeichnet ist. Bisher habe ich dies akzeptiert, da man eben nicht alles haben kann. Versuche ich Schwung in die Sache zu bringen, waren relativ erfolglos. Also man kann schon Beziehung antoxen, das ist halt ein sehr, das wird jetzt zu weit gehen, das hier alles zu besprechen, das ist halt ein sehr delikater Prozess, sag ich mal, aber es ist möglich. Man kann Beziehung sozusagen wieder ein bisschen mit der Brechstange, sag ich mal, Unruhe und Unsicherheit reinbringen und dann geht häufig, wenn nicht der Funke komplett erloschen ist, aber dann sollte man sich vielleicht übertrennen, dann geht der Sex auch wieder hoch, aber um einen Preis, ne? Und wie gesagt, das würde zu weit gehen, das hier alles auszudehnen. Aber ja, so ab gewissem Punkt geht es, glaube ich, auch nicht anders. Weiß ich nicht, dass man sich vielleicht mal weniger sieht, mal mit anderen Leuten was macht.
Man kann vielleicht auch in den Dates arbeiten, dass man mal nicht immer das Gleiche macht und so. Also man muss irgendwie wieder eine gewisse Distanz reinbringen, wo man dann wieder zurück möchte, sozusagen. Das kann man halt so probieren, ne? Leider habe ich vor einigen Wochen auf einer Silvesterparty einen Ehemaligen von mir nicht kennengelernt, habe ich wieder begegnet. Ich kann es kaum aussprechen. Die Geschichte liegt über 15 Jahre zurück, doch hat mich diese Begegnung wie ein Schlag getroffen. Ja, das ist halt immer die Gefahr, wenn dann der sexuelle Bereich zu sehr runterläuft, dann wird man halt extrem, kann das total verstehen. Also, das passiert halt, man wird anfällig für sowas, ne? Das ist, doch hat mich diese Begegnung wieder Schlag getroffen. Ich kenne ihn seit meiner frühen Jugend. Mit 20 hatten wir kurzzeitig mal angebandelt und hatten einen One-Night-Stand. Danach gab es nur Schreiberei inklusive Future-Faking. Wenn ich eine Wohnung gefunden habe, trenne ich mich. Ah, ein Dreieck. Und dann letztendlich den Abschluss. Ich war damals wütend und traurig, da ich dieses Verhalten noch nicht einordnen konnte und mich ausgenutzt gefühlt habe. So, und den willst du jetzt wieder daten. Ja, also was ich immer sage, wenn ihr einen angeknacksten Liebeschip habt oder ein unsicheres Bindungsmuster, was häufig schon in der Kindheit entstanden ist, das habt ihr euer ganzes Leben gehabt, so, ne? Das heißt, wenn du mit 20 jetzt oder mit 25, mit 30, das ist völlig wurscht, jemanden so richtig toxisch attraktiv fandest, wie wahrscheinlich ist das, dass daraus irgendwas Vernünftiges entstehen kann? Also du gibst wieder, ich meine, ich will das jetzt, ich habe da überhaupt keine Wertung, ne? Wie gesagt, ich beschreibe nur den Prozess, ne? Also machen musst du, was du willst. Wie wahrscheinlich ist das, dass es nicht wieder ein riesen toxischer Scheiß wird, dass du wieder deiner Liebessucht nachgibst, sozusagen? Weil vor allen Dingen Leute in der Vergangenheit, die man in der Vergangenheit schon gut fand, also bevor man sich vielleicht verändert hat auch, ne, was du ja irgendwo hast, wie wahrscheinlich ist das, dass da irgendwas Gesundes bei rauskommt? Ich würde ihn mal auf 0 verorten oder auf -10 irgendwie. Aber das ist, was ich immer sage, man bleibt lebenlang anfällig dafür. So, ne? Und ich kann dir jetzt nicht, ich bin nicht, weiß nicht, Meister Yoda oder das Bundesliebesministerium. Ich kann jetzt nicht sagen, was du machen sollst. Ich verstehe schon, dass ein Leben, was zu sicher ist, dass das auch nicht immer so super amüsant ist, ne? Also da geht es darum, eine Linie zu finden, aber eine bestehende gute Beziehung dafür jetzt aufs Spiel zu setzen, also meine, kannst du gern machen, aber bitte nicht heimlich irgendwie. Das ist halt eine Frage, ob das eine gute Idee ist. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Aus Wut habe ich seiner Freundin von uns erzählt und habe so verbrannte Erde und Antworten hinterlassen. Ja, das der Freundin erzählen, ist meiner Ansicht nach, wenn man schon selber sich in so einem Drecksdreieck befunden hat, die Freundin da noch reinzuziehen, ist, glaube ich, keine. Ah, Juli ist, glaube ich, keine gute Idee. Ist, glaube ich, richtig scheiß Idee. Aber hatten wir letztes schon in einer E-Mail, was halt passiert, wenn man ja, love addicted ist, seine Mitte verliert und all diese Sachen. Ne? Und auch hier haben wir wieder ein Beispiel, worauf häufig wollen es die Leute ja gar nicht hören, irgendwie, ne? Gut, okay. Also verbrannte Erde willst du jetzt weiter daten? Okay. Ich bin ihm danach nie wieder begegnet, der aus meiner Gegend weggezogen ist. Der besagte Mann ist mittlerweile selbst über 50. Frisch geschieden, wohnt jetzt wieder in meiner Stadt. Auf der Party hat er mich begrüßt, dass es Schicksal sein muss, dass wir uns gerade jetzt wieder begegnen. Ach, oh Gott, ich kann das nicht mehr. Dieses Lovebombing, das lass dich doch nicht wieder so einlullen von so einem Lovebombing. Schicksal, Schicksal. Mein Honig, ein honiggebadeter Schmetterling, du versunkener Schatz im Meer meiner Träume. Du bist, nachdem ich 687 Frauen gedatet habe, bist du was ganz Besonderes. Oh, Gott, ey. Ich habe ihn daraufhin aufge. Aber ja, es ist vielleicht ein Test vom Universum, meinetwegen, ne? Ich habe ihn darauf aufgeklärt, wie meine Lebenssituation aussieht. Ja, das hat ihn doch damals schon nicht interessiert. Also, warum soll ihn das jetzt interessieren, ne? Es entstand ein einstündiges Gespräch inklusive beiderseitigen Geprahle, wie toll es bei uns beiden laufen würde.
unsympathisches Zeug. Hier, stell dir vor, ich habe eine Wohnung gekauft. Echt toll, ich habe ein Haus gekauft. Ja, es ist scheinbar jemand, der sehr im Ego ist. Und was soll man dazu sagen? Das ist wahrscheinlich dann alter Liebeschip. Und ja, wir haben uns lange unterhalten. Irgendwann waren wir in der Lage, die Bullshitterei abzustellen und gegenseitig zuzugeben, dass wir uns seit früher Jugend ein Auge aufeinander geworfen haben. Da wir beide irgendwann ziemlich angetrunken waren, haben wir irgendwann angefangen, Händchen zu halten und zu umarmen. Also ich bin der Letzte, der irgendjemand bewertet hier. Aber du weißt schon, dass du da auf dem gefährlichen Weg bist, hoffentlich, ne? Wenn du unbedingt Gefahr haben willst in deinem Leben, dann hol dir Gefahr in deinem Leben. Aber es ist dein Risiko. Ich kann da nichts, wenn du meinst, du brauchst das. Und du willst mal mit verbundenen Augen über die Autobahn gehen, mach es. Ne? Aber akzeptiere die Konsequenzen dann. Ne? ich war fast entsetzt darüber, wie anziehend ich ihn nach so langer Zeit fand. Ja, das ist, weil deine Ehe dich da gerade an der Stelle nicht erfüllt. Also es ist eine ewige Abwägen, wie man diese beiden Punkte, sag ich mal, Spannung und Sicherheit, gerade wenn man, wie gesagt, eine Anfälligkeit dafür hat. Ich sage überhaupt nicht, dass es leicht ist. Ich kann dir nur sagen, dass du hier auf dem Feuer spielst. Ne? Also du guckst mal, du hast da so eine Schale Benzin und denkst dir, brennt sie wohl, wenn ich ein Stück Feuer, wenn ich hier ein Streichholz reinschmeiße? Brennt das Benzin wohl oder nicht? Gucken wir mal, ob es brennt. Ja, und dann, soll ich mal sagen, liebessüchtige innere Stimme, die es immer noch gibt, die sagt so, ja, Dopamin. Ja. Was soll ich dazu sagen? Du wirst machen, was du machen wirst. Und wie gesagt, du musst dann nur die Konsequenzen tragen. Ne? Auch wenn ich keinen Kontakt auf der Party habe und auch nicht haben werde, sind meine Gedanken an ihn nonstop präsent. Ja, das ist jetzt wieder Modul 0. Da müsstest du jetzt wieder Bänder trennen, also den Liebeskummerkurs, ne? Bänder trennen, Rote Kreuzübung, alles, was da drin ist, einfach wieder durchziehen, dann geht das auch wieder vorbei, ne? Aber wenn du natürlich dich wieder bei ihm meldest, dann geht der Scheiß wieder los, ne? Ja, it's up to you. Ich analysiere jedes Wort unserer Gespräche, warum auch immer. Ja, da gibt's nichts zu analysieren, ne? Du kannst mit ihm jetzt toxischen, verbotenen Dreiecksex haben und musst nur die Konsequenzen tragen, ne? Es ist, wie es ist. Ne? ist die Frage, ob das das wert ist für diese 5 Minuten Sex, ne? Also, keine Ahnung. Oder meinetwegen auch 10 Minuten. Die Tage nach Silvester waren wie im Rausch. Ja, du bist doch auch im Rausch, ne? Ich werde den Gedanken an diesen Abend nicht los, was sich anfühlt wie Betrug. Na, es ist ja bis hierhin jetzt nicht viel passiert. Aber natürlich warst du jetzt nicht unbedingt loyal, ne? Aber wie gesagt, ich bin nicht Bundesloyalitätsministerium und, die Welt ist, wie sie ist. Naja. Ich lebe gedanklich in einer Parallelwelt und habe den Eindruck, es wird mit der Zeit nur schlimmer. Ja, weil du dich dem hingibst, ne? Also, mach Modul 0, kann ich dir nur sagen. Christian, was kann ich tun, um wieder runterzukommen? Modul 0 holst dir für den 23% Rabatt bis Sonntag. Ich dachte, ich weiß viel, aber ich weiß nicht. Solcher Kurs sollte mir helfen. Ja, also Modul 0 und wie gesagt, ich kann nur allen Leuten, die hier meine Videos gucken, auch Modul 1 empfehlen, meinen Signature-Kurs, wie man heute so sagt, Umprogrammierungs-Liebeschips, vielleicht musst du da nochmal durch und ich kann immer wieder sagen, auch wenn ich das ist wirklich das eine millionste, 500.000ste Mal, dass ich sage, keine Dreiecke, aber wenn du irgendwann was machen willst, mach's mit offenem Visier, ne? Sagt dann jemand, so, hier, wir öffnen jetzt die Beziehung, ich will unbedingt, gib ihm die Chance, dass er das auch machen kann. Aber grundsätzlich muss ich natürlich sagen, du bist in der Gefahr, dich wieder ein liebessüchtiges Szenario zu geben. Und da muss ich natürlich, meine Pflicht, dich davor zu warnen. Aber Menschen machen eh, was sie machen. Ich treffe privat auch immer wieder Menschen, die in schlimmen Liebessucht sind. Und da kann man sagen, was man will. Die machen es trotzdem. Also bis sie wieder Aua, Aua, Aua haben, ne? Ja, und dann, ach nee, war doch nicht so eine gute Idee. Von daher, glaub nicht, dass die beste Idee ist, wahrscheinlich besser an der Ehe zu arbeiten. Aber das würde ich mal so als Warnruf nehmen. Aber das ist, was ich dazu sagen kann. Was denkt ihr? Macht die Fragen Kurse, guckt die neuen Videos und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.